Paradise, Runde 2. Das Wetter wird euch nicht sonderlich gefallen. An Bord der Cornelia Marie. Wir fahren bis zum 166. Längengrad. Weiter kommen wir nicht. Bis ans Ende der Welt. Wir beginnen im Tiefen und arbeiten uns dann ins Flachere vor. Das alles mit ein paar Monsterreihen. War in letzter Zeit schwierig, die Viecher zu fangen. Das Eis bedeckt mittlerweile den Norden. Die Wetten stehen gegen uns, aber was soll's. Die Weiße Pracht ist nur noch 160 Kilometer vom Hafen von St. Paul entfernt. Josh und Casey bringen ihre erste Bärdei-Korbreihe an der westlichen Grenze der Fangverbotszone aus. Sie setzen darauf, dass die Krabben sich nicht um Grenzen scheren. 4 Leute an Deck, 4500 Kilo. Kann so schwer nicht sein. Bereit? Häng an. Bald. Oder doch? Ready! Go over! Erster Korb im Wasser. Taylor ist oben auf dem Korbstapel. Kawhi bedient die Hydraulik und Marco und Christian schlagen sich mit den Körben rum. So kriegen wir einen Eindruck davon, wie die Jungs zusammen harmonieren. Wir arbeiten auch nur mit 4 anstatt mit 5 Leuten da unten. Hauptsache, es verletzt sich niemand. Das betonen wir immer wieder. Da werden noch einige Wellen kommen. Seid vorsichtig, ich kann nicht viel tun. Man merkt, dass wir ein Mann weniger sind. Aber wir packen das. Große Wellen, die Jungs verdienen sich hier Geld hart. Er ist ordentlich nass geworden. Ich habe bloß noch die Welle gesehen und irgendwo darin ist der Junge verschwunden. Alles gut? Danke für die Warnung, Casey. Keine harte Welle, aber eine nasse. Eine trockene habe ich auch noch nicht gesehen. Sie bewegen sich sehr schnell, das macht es so unheimlich. Keine Pause, sie kommen hintereinander weg. Verletzungen können wir uns nicht erlauben. Dann ist hier Game Over. Da kommt ein Brecher. Oh boy, look at that one. What's up, guys? Vorsicht da unten. Hang on. Watch out. Alles okay bei euch? Ist Taylor noch oben? Taylor, alles klar? Ja, ich sehe ihn. Yep. That was fucking huge. It was fucking massive. Das waren 2 hintereinander. Waves. Ein spaßiger Tag an Deck. Doch sie ziehen es durch, das ist wichtig. Ein Mann zu wenig, aber wir kriegen das schon auf die Reihe. Wenn man Fischer sein will, darf man nicht aus Zucker sein. Aber ich will sie nicht zu sehr quälen. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Gut 20 Kilometer weiter südwestlich. Ihr wisst, was wir vergessen haben. Unseren Glücksbringer. An Bord der Northwestern.
Zeit für den Hering. Ein großes Stück. Das war zu einfach. Fühlst du dich jetzt besser? Passt auf euch auf. Wir haben zum Glück eine kleine Extraquote ergattert. Wir werden mit der Wizard zusammenarbeiten. Wir durchkämmen die nördlichen Gebiete, Keith die südlichen. Dann vergleichen wir unsere Ergebnisse und machen entsprechend weiter. Hoffentlich müssen wir nicht rumeiern. Mittlerweile hat das Eis den 60. Breitengrad Richtung Süden passiert. Wir brauchen unsere Informationen doppelt so schnell. Sigs neuer Verbündeter ist Keith Colburn von der Wizard. Eigentlich ein ewiger Konkurrent der Northwestern. Unsere erste Bärdei-Reihe 2022. Bringt aus, wenn ihr soweit seid. Wir sind sehr froh über unsere Extraquote. Es wäre schön, Mandy mit an Bord zu haben, denn wir brauchen jedes Paar Hände. Wir wollen den Job schnell erledigen und dann zu den Schneekrabbenfanggründen. Sick, hörst du mich? Und selbst? Wie läuft es denn? So weit, so gut. Wo seid ihr? Wir sind im Süden. Nicht weit vom 166. entfernt. Verstanden. Ich bin 30 Kilometer nördlich von euch unterwegs. Wir fangen gleich an. Ihr seid außerhalb meiner Radarreichweite. Siehst du mich auf dem ERS? Ja, ich sehe euch. Ich dich aber nicht. Ist dein ERS an? Nein, ist es nicht. Ich mag das nicht. Das automatische Identifikationssystem sendet die Position eines Schiffs an alle anderen Schiffe und an die Küstenwache. Wenn es deaktiviert ist, tut es das nicht.